herzlich willkommen auf der Handparade 2015. Ich glaube, das geht noch lauter. Herzlich willkommen auf Deutschlands größter Legalisierungsdemonstration. Wir haben uns heute eine ganze Menge vorgenommen, deshalb soll es auch nicht lange hier dauern. Ich will euch nicht mit Banalitäten aufhalten. Jessica ist schon da, sehr schön. Aber ein bisschen was muss ich noch erzählen. Ich habe in den letzten Tagen ganz viele Pressegespräche gehabt und ich wurde immer wieder gefragt, gibt es denn nichts Wichtigeres, wofür man sich einsetzen könnte? Ihr verbraucht so viel Lebenszeit, so viele Arbeitsstunden, so viel kreatives Potenzial. Ist es nicht unwichtig, dieses Problem? Und ich frage mich dann immer, was macht denn das Problem wichtig genug? Macht es das vielleicht wichtig genug, dass meine Freundin nicht weiß, ob ich heute nach Hause komme, bloß weil ich ein anderes Genussmittel konsumiere? Was wäre, wenn es 4 Millionen Menschen in diesem Land so gehen würde, dass sie nicht wissen, ob sie heute nach Hause kommen, bloß weil irgendein Polizist vielleicht in ihren Taschen rumpult? Was wäre, wenn 10.000 Menschen in deutschen Gefängnissen sitzen, die niemandem etwas getan haben, die nur versucht haben, mir oder euch zu ihrem Genussmittel zu verhelfen? Was wäre, wenn jeden Tag in Deutschland Menschen sterben würden, weil ihnen die lebensrettende Medizin Cannabis vorenthalten wird? Wäre das wichtig genug, sich zu engagieren? Was wäre, wenn es in der ganzen Bundesrepublik mittlerweile Leute gibt, die diese Frage mit einem deutlich hörbaren Ja beantworten? Was wäre, wenn viele, viele Tausend dieser Menschen heute nach Berlin gekommen sind, um gemeinsam möglichst laut Ja zu rufen? Was wäre, wenn wir heute die Augen der Welt auf uns gerichtet hätten und diese Möglichkeit nutzen können, um jedem, der zuguckt, zu sagen, Hanf ist ein vergleichsweise risikoarmes Genussmittel. Es geht niemandem etwas an, was ich in meinen Körper tue. Aber was wäre, wenn man gar nicht Tausende dieser Menschen auf einen Haufen bräuchte, um was zu machen? Da ist es wieder. Was wäre, wenn es völlig ausreicht, dass viele kleine Menschen in ihren kleinen Orten kleine Dinge verändern? Was wäre, wenn wir in einer Zeit leben würden, in der mittlerweile jeden Tag in einer Tageszeitung positiv über Cannabis berichtet wird? Was wäre, wenn die Legalisierung bereits am Horizont auf uns wartet und wir müssen nur noch den letzten Meter gehen? Die folgenden Redner, und der Tag wird lang, ich verspreche euch, bis 22 Uhr haben wir ein fürchterlich wildes Programm für euch. Was wäre, wenn jeder der Redner, der heute hier spricht, euch ein Angebot macht, ihn in den nächsten 364 Tagen bei seinem Kampf für die Legalisierung zu unterstützen? Was wäre, wenn wir auf der Abschlusskundgebung 40 Informationsstände von Vereinen hätten, von denen 2/3 vor einem Jahr noch nicht mal existierten? Was wäre, wenn es in Deutschland endlich wieder eine Legalisierungsbewegung gäbe, die diesen Namen auch verdient? Ich fände das schön. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß auf der Handparade 2015. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann in aller Regel mit den Herren und Damen in Uniform. Deshalb haben die mir noch ein paar gut gemeinte Ratschläge mitgegeben für euch. Als allererstes, wie immer, gilt auch auf der Handparade das Betäubungsmittelgesetz. Und das gilt insbesondere für die Cannabis-Patientinnen, die eine Ausnahmegenehmigung nach § 3 haben. Das sind die Leute, die hier völlig legal Cannabis besitzen und konsumieren dürfen. Allerdings hat das BfArM gesagt, es könnte sein, dass sich jemand davon gestört fühlt, dass das irgendwie provozierend wird. Deshalb meine Bitte, wenn ihr einen Cannabis-Patienten seht, der gerade seine Medizin benutzt, dann zeigt ihm doch, dass ihr nicht gestört seid. Am besten so 50 oder 100 Leute, die dem Cannabis-Patienten mal durch Nähe zeigen. Wir lassen dich nicht allein, wir sind nicht gestört, wir wollen nicht, dass Polizisten dich stören.
In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt tatsächlich viel Spaß und begrüße Jessica Zinn von der Piratenpartei in Berlin.